Warum funktioniert das nicht? Was soll das? Ich habe das gestern gekauft und ich sehe nicht mal, ob es funktioniert. Hallo? Ja, ich habe Ihnen doch gestern schon davon erzählt. Es funktioniert einfach nicht. Verstehen Sie doch, es funktioniert nicht. Ich habe das gestern noch erst bei Ihnen gekauft. Entschuldigung, Sie haben einen Fehler im Code. Es ist kein Fehler im Code. Das Ding funktioniert einfach nicht. Das ganze Ding ist kaputt. Ich habe alles versucht. Wirklich alles. Ich kann nicht mal sehen, was ich mache. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Ahnung. Hätten Sie was dagegen, wenn ich es versuche? Bist du sicher, dass du das reparieren kannst? Ich kann es versuchen. Okay, dann probier es, weil ich habe keine Ahnung. Ach. Klappt es? Versuchen Sie es. Lass mich sehen. Wasser, Junge! Sorry. Vielen Dank, ich danke Ihnen. Ich verbiete dir, dich meinen Angestellten zu nähern und dem Computer. Schau, du kannst nicht mal mit Wasser umgehen. Sollte hier die Pfütze sein? Eine Pfütze? Nein, Sir. Ich glaube, die muss vom Kühler kommen. Ah, reparieren Sie es. Und bleib mir aus den Augen. Okay? Sehe ich dich nochmal, bist du gefeuert. Natürlich, Sir. Super, Sie sind da. Hallo Leute, willkommen. Es freut mich sehr, dass ihr es heute Abend geschafft habt. Kommt rein. Kommt rein. Mr. Hort? Was ist das denn für ein Witz? Ich hab dir gesagt, du sollst mir aus den Augen bleiben. Du schaffst es ja nicht mal hier, Wasserjunge. Ron. Lucy, ich würde gern mit dir reden für einen Moment. Ihr könnt ja schon mal Platz nehmen. Helga, servier uns doch etwas Wasser. Lucy, ist das dein Ernst? Du datest einen Wasserjung? Wie wär's mit einem Hausmeister oder einem Müllmann? Wenn du unsere Familie blamieren willst, dann bitte richtig. Aber du kennst ihn nicht einmal. Peter ist wunderbar und sehr talentiert. Talentiert? Er ist nicht mal dein Level. Du verdienst was Besseres. Wir haben so in dich investiert. Ich will nicht, dass du dein Leben an diesen Kriecher bindest. Nun, Papa, gib ihm diese eine Chance. Bitte, tu's für mich. Peter, die Austern sind zu 70% aus Wasser. Du wirst sie lieben. Danke, aber ich mag keine Austern. Ach komm, wie wär's, wenn ich dir zeige, wie man sie isst? Es ist einfach. Oh, es geht nicht darum, dass ich nicht weiß, wie man sie isst. Es ist nur, ich mag sie nicht. Ron, hör auf damit. Peter, hast du einen Traum? Nun, Miss Hort, es ist eher wie ein Ziel. Statt wie ein Traum, denn ich möchte Manager eines IT-Unternehmens werden. Das klingt wirklich interessant. Wie möchtest du es umsetzen? Nun, ich habe einen Job beim besten IT-Unternehmen des Landes bekommen. Völlig egal, welche Position das ist, Hauptsache es ist das Beste. Und gerade studiere und arbeite ich, also werde ich Ihnen schon auffallen. Denn ich mache das Beste, was ich kann. Ich meine, gerade jetzt programmiere ich nur Kühler, aber wer weiß. Wie Sie so schön sagen, jeder Champion war einst ein Anfänger. Wow, immer ruhig mit den jungen Pferden, Junge. Lass uns für einen Moment mal aus deiner Illusion heraustreten und der Wahrheit ins Gesicht sehen. Die da wäre? IT-Unternehmen, meine wunderschöne Tochter. Dein gutes Einkommen, Erfolg, das ist nichts für dich. Okay. Und was denken Sie, verdiene ich? Oh, gute Frage. Also du wirst heiraten. Eine kleine, ruhige Maus
Und du wirst dir Blumen an irgendeinem Urlaub geben. Mit dem Roller zur Arbeit fahren und ewig darauf warten, endlich befördert zu werden. Für dein cooler Master. Oh, Entschuldigung, Champion. Das ist dein Level und die Wahrheit. Werde fertig damit. Mr. Horn, ich muss Ihnen absolut widersprechen. Ich denke, ich bestimme meine Stellung und meine Zukunft. Durch eine Reihe von Leistungen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, mich niederzumachen. Ich muss jetzt gehen. Eine gute Idee. Miss Hort, vielen Dank für das Essen. Oh, und Mr. Hort, vielleicht sollten Sie beim nächsten Mal statt Austern zu probieren, versuchen, in Menschen zu glauben. Und das können Sie von mir lernen, wenn Sie wollen. Papa! Ich liebe Peter. Und ich werde mit ihm zusammen sein, ob du es willst oder nicht. Du hast versprochen, ihm eine Chance zu geben, aber jetzt brauchst du eine Chance, denn ich möchte dich nicht mehr sehen. Schau, was du angerichtet hast. Ach komm, das sind doch dumme Kinder. Oh. Hast du sie erwischt? Nein. Und? Was? Oh. Sie geht nirgendwo hin. Das wird schon. Sie wird das verstehen. Ich habe recht. Ron, erinnerst du dich, als wir uns trafen? Was hat das hiermit zu tun? Erinnerst du dich daran, wie du warst? Hartnäckig. Dreist, entschlossen. Ich dachte, du hättest genug Ehrgeiz, um die Welt zu erobern. Auch wenn andere immer zu mir meinten, ah, der schafft's eh nicht. Er ist ein Verlierer, hat keine Zukunft. Nur der Laufbursche, oder? Erinner dich an meinen Vater. Er wollte dich nicht mal vor der Haustür haben. Und meine Mutter hat jedes Wochenende damit verbracht, mir irgendwelche Söhne vorzustellen. Söhne reicher Freundinnen. In der Hoffnung, dass mir eines Tages einer richtig gut gefällt und ich dich einfach vergesse. Ich meine, sie hatten Autos, Häuser, Bankkonten. Und du, Ron? Du warst nur der Laufbursche vom Chef, richtig? Du hast seine kompletten Akten den ganzen Tag hin und her geschleppt. Erinnerst du dich nicht daran? Hast du vergessen, wie klein dein Gehalt war? Aber du hast mit Profis gearbeitet. Du hast gelernt und auf deine Chance gewartet, weil du genau wusstest, was du wolltest. Und du wusstest genau, wie du es bekommst. Ich habe immer an dich geglaubt, auch wenn du gezweifelt hast. Ich habe dich vor negativen Worten ferngehalten. Worte, die uns verletzen und an unserer Zukunft zweifeln lassen. Weil ich wusste, dass du der richtige Mann bist. Wie unterscheidet das Peter von dem, was du damals warst? Er hat das gleiche Leuchten in den Augen, die gleichen Träume und er liebt unsere Tochter. Er wird alles dafür tun, dass sie alles haben. Hast du bemerkt, wie sie sich überhaupt anschauen? So haben wir uns früher auch angesehen. Was ist mit dir passiert? Ich erkenne dich nicht mehr wieder. Als du eine Chance brauchtest, bekamst du eine und wurdest so zu der Person, die du heute bist. Dieser Typ hat alles, was er braucht, um in deine Fußstapfen zu treten. Sharon, er hat recht. Jeder Champion war einmal Anfänger. Denk darüber nach. Thank you.
Alles gut? Der Fahrstuhl ist mal wieder kaputt. Ja. Aber ich weiß, es ist nicht deine Schuld. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Hort. Danke dir. Mir? Warum? Für die Lektion. Ich lag falsch, Peter. Du bist ein Guter. Du verfolgst deine Ziele. Das verdient Respekt. Ich bin froh, dass Lucy dich gefunden hat. Du machst gerade eine schwere Zeit durch. Ich weiß, wie das ist. Es fühlt sich manchmal an, als würden die Leute versuchen, deinen Erfolg zu verhindern. Aber sie testen deine Stärke. Es ist eine Herausforderung. Die musst du bewältigen. Ich glaube an dich, Peter. Nach allem, was soll ich sagen? Jeder Champion war ein Anfänger. Die Leute auf meiner Arbeit, sie haben mir erzählt, du weißt viel über Computer. Ein bisschen. Würdest du dein Können beweisen wollen in einer neuen Position? Mr. Hort, danke. Sie werden das nicht bereuen.